Ich hätte mal wieder Lust auf einen leckeren Frühstücksbrei. Es müssen ja nicht immer Haferflocken sein, deshalb nehmen wir heute den Buchweizen. Buchweizen ist ebenfalls glutenfrei und reich an vielen, vielen Nährstoffen. Wir haben den Buchweizen über Nacht eingelegt, dadurch wird er schön weich und es bleiben uns die Nährstoffe erhalten, die beim Kochen kaputt gehen würden. Wir fangen an mit unserem Topping. Dazu nehmen wir eine Orange und pressen sie aus. Dann nehmen wir uns Aprikosen, halbieren sie und entkernen sie. Dann nehmen wir uns einen Topf, geben den Orangensaft rein und die Aprikosenhälften. Ich lasse die Aprikosen jetzt für 2 Minuten kurz köcheln, dann habt ihr einfach noch die ganze Frucht. Ihr könnt sie natürlich auch länger im Kochtopf lassen, dann bekommt ihr halt einen Kompott. Jetzt machen wir weiter mit dem Buchweizen. Dazu quetschen wir als erstes eine Banane auf einem Teller. Dann geben wir die Banane und die Vanillesoße auf den Buchweizen und mischen alles gründlich durch. Wenn ihr jetzt keine Vanillesoße zur Hand habt, könnt ihr auch einfach Pflanzenmilch oder einen pflanzlichen Joghurt verwenden. Damit der Geschmack gut zur Geltung kommt, folgt jetzt noch eine Prise Salz. Und dann können wir auch schon anrichten. Wir nehmen uns die Schüssel mit dem Buchweizen, geben die Aprikosen und den Sud von den Aprikosen drauf und dekorieren mit Maracuja und frischer Minze. Ja, da hatte ich heute richtig Lust drauf, auf so einen leckeren Brei. Der Buchweizen ist natürlich etwas nussig, aber durch diese Frucht von der Banane und das schöne Vanillige von der Soße ist das eine super Kombination. Und dann kommen natürlich noch die etwas säuerlichen Aprikosen hinzu. Also ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Probiert das auf jeden Fall aus. Und ihr habt wirklich ein vollwertiges Frühstück, Zwischenmahlzeit oder was auch immer. Ja, also probiert es auf jeden Fall aus. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Liebe Grüße und bis bald.